Liebe Golfer, ich habe für Sie einen Putt-Tipp. Und zwar ein Putt-Test aus drei Entfernungen. Ich habe hier drei Stationen mit je drei Bällen für Sie aufgebaut. Drei Bälle werden aus einem Meter Entfernung gespielt, drei Bälle aus zwei Meter Entfernung und drei Bälle aus drei Meter Entfernung. Das sind insgesamt neun Putts. Diese spielen wir auf einem geraden Putt, einem geraden Putt bergauf, einem geraden Putt bergab, einem Rechts- und einem Linksbreak. Der Putter ist so ausbalanciert, dass er den Ball genau an der Linie hier treffen sollte. Und nicht zur Spitze, nicht zur Schaftseite. Ein Beispiel zeigt das deutlich. Ich den Putter auflege und halte ihn hier an der Treffmomentstelle mit dem Finger fest, bleibt er in Balance. Gehe ich mit dem Finger an die Schaftseite und lasse los, kippt mir der Putter zur Seite weg. Ich denke, das ist gut zu erkennen. Das gleiche passiert, wenn ich aus der Mitte zur Spitze gehe, fällt der Putter direkt aus der Balance nach unten. Nur wenn ich ihn hier halte, hält er sich in Balance. Sie sehen, es ist sehr wichtig, dass Sie den Ball mit dem Sweet Spot an der Linie gut treffen. Ich beginne mit dem 1-Meter-Putt, Ausrichtung und Spiel. Sie können gut erkennen, Trefferquote aus 1 Meter Entfernung sollte natürlich bei vielleicht 85-90% liegen, aus 2 Meter Entfernung etwa bei 50% und aus 3 Meter Entfernung treffen Sie etwa um die 20% der Bälle. Sobald jetzt noch der Break dazu kommt, wird es natürlich deutlich schwieriger, die Bälle zu lochen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Ihr Heinz-Peter Türk.